Mit zwei Dias! Zwei Dias! Servus Leute, was geht ab? Es geht weiter mit Waru 3. Es ist, glaube ich, Folge Nummer... Dein Einsatz? 6 Folge Nummer 6, oder? Komm auf den Server. Hallo übrigens auch für meine Zuschauer hier. Unser Ziel ist heute... Ich bin übrigens schon längst drauf, ne? Ich bin jetzt auch drauf. Ich baue hier mal schon direkt das Eisen ab. Was ist los? Hä, wo bin ich? Was geht? Du bist nicht auf dem Server, definitiv. Ja, ich hab auf... Hä? Warum war ich... Ich hab Waru 3 Server betreten. Hast du nicht hingekriegt zu joinen? What the fuck? Ja, jetzt bist du drauf. Jetzt bist du drauf bei mir. Ich war einfach auf dem falschen Server. Wieso das denn? Vielleicht warst du auf Hive oder Gomme oder irgendwie so. Ich war auf jeden Fall in irgendeinem Haus. Du bist nun verwundbar. Ach du Scheiße. Okay, weißt du, ich hab letzte Nacht geträumt von Waru, ne? Was? Halt's Maul. Ohne Witz, wirklich. Ich habe davon geträumt, von dieser Schlucht hier, in der wir gerade sind. Und dann habe ich geträumt, dass ich irgendwo runtergelaufen bin und dann Diamanten übersehen habe und in den Kommentaren so geflamed wurde. Bist du dass behindert? Ich diese Kack-Diamanten von was übersehen träumst hab. Du, Alter? Es war so krank. Ja, gut. Also, wir haben schon gesagt, was unser Ziel für die heutige Folge ist. Diamanten wären halt ganz nice. Wo bist du denn hin? Jetzt. Ich schwimme gerade den Wasserfall hoch. Und es wäre halt auch Hammer, wenn irgendwie... Ja. Ich weiß nicht. Also es wäre halt Hammer, wenn irgendwie so... Keine Ahnung, noch so ein paar Kisten finden. Irgend so ein Schissel. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ich habe überhaupt keine Ahnung gerade. Warte, ich gehe erstmal hier auf die... Dings, hier ist noch ein bisschen Eisen gerade, sehe ich. Also wirklich das ganze Eisen mitnehmen, damit wir uns dann letztendlich nachher Feuerzeuge machen können, den ganzen Stuff. Und dann auch noch Dings holen, halt irgendwie, wenn es klar geht, irgendwie, keine Ahnung, Diamanten, wenn man sie findet. Dafür sind wir aber definitiv nicht auf der passenden Höhe. Definitiv nicht auf der passenden Höhe. Definitiv nein. Aber ich habe halt ehrlich gesagt auch keinen Bock zu strip-minen. Übrigens, ich muss noch mal eine ganz kurze Sache hier sagen, weil das so viel unter die Videos geschrieben wird. Freunde, es ist kein, man bekommt keinen Strike. Das Texture-Pack, was ich gerade drin habe, ist das richtige Texture-Pack. Alle schreiben mir in die scheiß Kommentare, okay, da ist der dritte Strike, schon wieder das falsche Texture-Pack. Mich fuckt das so ab, dass alle meinen, sie kennen die Regeln besser als die tatsächlichen Waru-Teilnehmer. Das ist so... Alle sind so besserwisserisch immer in den Kommentaren und meinen so, sie wüssten, welchen Strike man hat und wie viele und was dann passiert. Nein, man darf, es ist das richtige Texture-Pack hier, ich zeig's euch auch nochmal, da, Resource-Packs. Swags habe ich nicht drin, sondern ich habe Waru drin. Und zwar seht ihr doch sogar schon an den Blöcken hier, das ist gar nicht Swags, sondern Faithful. Und man darf halt GUI verändern und diese E-Gegenstände, wie beispielsweise ein Schwert oder so, weil ich mag Faithful gar nicht. Deswegen habe ich die ganzen anderen Sachen von Swags reingenommen. So, das jetzt mal erstmal kurz zu dieser Debatte. Und ich wollte noch irgendwas ansprechen bezüglich auf Waru bezogen. Aber das habe ich gerade vergessen. Ich schaue mal hier hinten da beim Wasserfall. Ich glaube, da warst du schon letzte. Ach, hier geht die Höhle weiter. Wir können uns jetzt rein theoretisch sogar mal ein bisschen trennen. Also ich denke, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Hab mich sowieso schon ein bisschen getrennt von dir. Nice. Nichts mehr mit dir zu tun haben will. Ich laufe gerade die Schächte hier lang. Wir müssen weiter nach unten. Habe ich nicht so... Ja, ist die Frage. Entweder laufen wir weiter in dieser komischen Höhle oder wir graben uns halt runter. Aber auf Graben habe ich eigentlich nicht so Lust. Hier ist auf jeden Fall Lava. Ich habe auch keinen. Ja, dann macht ihr am besten mal einen Eimer und dann mit mir ein bisschen Lava mitnehmen oder so. Ich sehe deinen Namen. Nice. Oh ja, Lava. Da hinten ist ein Creeper. Gut, ich habe eine Workbench. Oh, ich habe so einen Raum gefunden. So einen Raum. Keine Ahnung, wie man diesen Raum nennt. Ja, ich auch nicht. Ich habe beide Creeper getötet. Das ist so ein Spawnraum. Keine Ahnung, wie nennt man das? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Das sind so Räume, wo immer alle Mobs spawnen. Hier ist eine Kiste mit zwei Dias! Zwei Dias! Als zwei Dias in der Kiste gefunden. Oh mein Gott. Oh mein motherfucking Gott. Okay, ich habe gerade deinen Namen irgendwo gesehen. Die ersten Dias, Digga! Unseren Namen, unsere Dias. Ich bin total verwirrt. Hier, siehst du meinen Namen? Ich bin über dir irgendwo. Ich brate jetzt mal ein bisschen Fleisch hier. Siehst du meinen Namen hier? Warte, ich komme mal eben zu dir. Siehst du meinen Namen? Hallo, Ring. Ich guck gerade nicht. Ich bin gerade hier im Zaubern. Ja, ich bin über dir. Ich grab gerade einen Weg runter. Okay. Ja, okay, ich sehe dich. Okay, komm am besten hier dann gleich lang, okay? Ja, okay. Hi. Ach, hier ist ja auch sau viel Dings. Sau viel Eisen ist hier ja auch überall. Ja, deswegen. Also es ist gerade hier eigentlich ein ganz chilliger Spot.
Also Gold was wollte gefunden. Ich genau? Ach ja. Gold. Ja, Gold bringt uns aber jetzt nicht so viel. Die waren einmal, ich glaube, so. Ah, ich bin geil. Kannst du mir auch welche machen? Ja, ich mach dir auch zwei. Boah, ich schmeiß jetzt mal ein paar Items weg, die ich einfach nicht benötige. Jetzt alle wieder so, daraus hättest du dir das und das machen können. Ich habe auch letztens gelesen irgendwo, ich hätte Zuckerrohr fallen gelassen, kann das sein? Was? Na okay, das wäre echt ärgerlich ein bisschen, aber mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wollen wir aus den Eimern direkt Dings machen? Aus den Diamanten direkt Shit? I don't know. Hier ist irgendwo ein Spinnenspawner. Hier ist definitiv irgendwo ein Spinnenspawner. Da ist ein Spinnenspawner. Wie viele Eimer brauchst du? Kann man Eimer stacken? Nur leere Eimer, ne? Hab den Spinnenspawner abgebaut, jetzt kommt so? Hier Wasser. Ob man was stacken kann? Eimer kannst du nicht stacken, ne. Nur leere, glaube ich, oder? Ich meine schon, ja. Jetzt komm am besten mit wieder da hinten hin, weil da sah es richtig vielversprechend aus, bitte. So wenig ja, okay, Braten dann. Wie möglich, weil wir jetzt echt mal was schaffen müssen. Hier, ich bin bei dir. Nimm das mal mit. Wollte halt nur das Eisen braten, damit du Eimer haben kannst. Ach so, ja, das können wir auch, denke ich, nachher noch machen. Nur da wir jetzt echt was Geiles gefunden haben. Zwei Dias, Alter. Geil, einfach geil! Nehme einfach alles mit. Ja, okay, ich laufe mal durch, was ich aufnehmen kann, nehme ich mit. Ich schmeiß mal eben so ein paar Sachen weg, die ich halt echt nicht brauche. Diese ganzen Cobblestones, es ist echt viel zu viel. Dirt, voll viel Kies. Ach, wir wollten auch ein Feuerzeug machen, ne? Ja, ich habe aber jetzt auch gerade keinen. Egal, komm. Lass gehen. Egal, ja. Genau, lass gains. So, komm. Hier mit hoch. Ja, bin hinter dir. Komm in die Mitte, komm in die Mitte. Komm hier mit lang. Ging's hier lang? Ne, hier ging's nicht lang, glaube ich. Oder ging's hier lang? Hallo, wo ist der lang? Ich mach mal eben Wasser einmal. Wasser! Komm, in den Quell, Kack. Wo bist du jetzt hingegangen? Siehst meinen Namen nicht? Ich bin hier. Ja, komm da lang und jetzt wieder hier die Treppe hoch. So, da. Ach so, jetzt hier, ich weiß nicht ganz genau, wo ich lang war. Ich glaube, ich war hier lang. Komm. Okay, hier lang. Hinter dir. So. Hier. Oder? Ne, hier ist er auch wieder nicht ausgeleuchtet. Alter, aber das ist so riesig nicht alles. Ja, das ist echt nicht. Hier ist es. Zwei Creeper! Pass auf. Okay. Warte, die kriege ich. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Okay, hab beide. Nice. Komm mit. Das hier war das. Ich habe hier so einen Raum gefunden. Hier ist auch noch sau viel. Boah, geil, Mann. Und hier war diese Kiste. Und hier sind jetzt auch noch Rails und Brads drin. Als könnte man heiraten hier. Mit den Blumen. Nice. Ja, irgendeine Bedeutung hat dieser Raum. Hier diese ganzen Spawner. Profis im Projekt würden jetzt bestimmt wissen, yo, das ist das und das und bla. Und das spawnt der und der Mob, aber... Abgebaut. Hier ist eine neue Schlucht. Oh mein Gott, eine neue Schlucht. Oh mein motherfucking Gott, hier ist einfach eine neue Schlucht. Alter, hier ist... Das ist einfach viel zu geil, dass wir so ein Ding gefunden haben, ey. Hier sind giftige Spinnen. Hier sind giftige Spinnen, hier muss man ein bisschen aufpassen. Okay, ich bin hier bei dir auf jeden Fall. Du bist bei mir? Mhm. Also okay. Neben dir ein bisschen. Ja, ich nehme jetzt auch nochmal das ganze Eisen hier mit. Wir werden echt produktiver, das finde ich richtig stark. Komm, lauf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich in die Schlucht da unten gehen soll. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt erstmal ein bisschen zu riskant. Ich laufe mal noch durch diese anderen Gänge hier ein bisschen durch. Und, ich fände die Schlucht eigentlich schon interessant, weil ich Bock auf mehr Diamanten habe. Ja, ich auch, aber ich glaube, wir sind immer noch zu hoch, um Diamanten zu finden. Deswegen schaue ich halt immer noch nach, ob wir noch mehr Kisten finden. Ich sehe nämlich da hinten gerade wieder eine. Aber ich glaube, die habe ich schon geöffnet. Ja, ich meine, das war die da hinten, die ich schon geöffnet hatte. Geh einfach mal weiter hier. Egal, einfach alles Eisen mitnehmen, alles mitnehmen. Mein Gott, desto mehr Ressourcen wir nachher haben, desto besser. In der Tat. Wir machen halt dann einfach so einen kleinen Markt auf. Ja, das ist die Kiste, die ich schon geöffnet hatte. Wenn die Leute irgendwas brauchen, dann kommen die zu uns. Ja, genau. Die kämpfen nicht mit uns, wir traden einfach nur mit denen. Ja, Mann, das ist unsere Aufgabe in diesem Projekt. Okay, hier ist auch nichts mehr. Grab auch mal ab und zu bitte ein bisschen Gravel ab, damit wir eventuell den einen oder anderen Flint bekommen für ein Feuerzeug. Ich habe 6 Flints. Ah, okay, du hast 6 Flints. Okay, perfekt. Bin sau der Flinty. Dann passt das. Rotflinte.
Hier ist Licht, hier waren wir dann wahrscheinlich schon. Hier ja, ist ich setze auch überall Fackeln hin, wo ich schon lang gelaufen bin. Hier ich lasse mal überall. Ich habe eine Kiste. Wahrscheinlich habe ich die keine schon. Fackeln. Habe ich die ehrlich nicht? Nee. What? Ich lasse auch jetzt immer mal ab und zu ein bisschen Eisen liegen hier einfach. Kürbiskerne. Ja, unnötig eigentlich. Wir haben genug Fleisch erstmal, aber nimm einfach mal mit. Ja, okay. Hätte sie jetzt drin gelassen. Eisen kann ich auch gar nicht mitnehmen. Weizen haben wir. Brauchen wir Faden? Rohes Hühnchen kann ich einfach wegtun, glaube ich. Kaninchenfell brauchen wir auch nicht. Weizenkörner. Ja, als ob wir irgendwann mal irgendwas anbauen, glaube ich nicht, oder? Nee, denke ich auch eher weniger. Okay, ich finde jetzt hier hinten aber auch nichts mehr gerade. Sau der Dungeon, ey. Ja, das ist schon krass, was wir hier alles so entdecken, ne? Deswegen, da habe ich halt mehr Bock drauf, als einfach nur mich runterzugraben. Da finde ich lieber weniger Diamanten, aber habe hier ja ein bisschen Spaß, so, sage ich mal. Anstatt dann da so... Hier ist ein fettes Licht. Mich so dumm abzuhetzen, irgendwo in der Höhle. Eigentlich waren wir hier schon. Was meinst du, wo waren wir schon? Nee, sind irgendwie immer Gänge und dann ist da Licht und dann wieder doch kein Licht mehr und so. Okay, ich da muss jetzt auch mal Kiste. Schauen, wo ich du bist, Kiste. Weil ich glaube, wir sind relativ weit auseinander. Ja, denke ich auch. Ich laufe mal einfach auch nochmal selbst ein bisschen rum, weil ich finde hier auch immer wieder Gänge und dann waren wir da aber irgendwie auch schon und dann ist da doch wieder Licht, so wie du halt gerade meintest. Kiste. Genau. Ja, aber richtig viele Items drin, aber keine Diamanten. Hier sind 6 Gold, 4 Kohle, 4 Lapis Lazuli und Eisen und auch Melonensamen. Ich pack da jetzt mal... Ich hab jetzt auch einen Creeper gesehen. Ich pack da jetzt mal so ein paar Sachen rein, wie Cobblestone und sowas. Rotten Flesh brauchen wir nicht. Und da habt ihr gesehen, dass ich auch einen Creeper töten kann, ne? Dass ich nicht immer nur hier in dem Projekt einfach nur mitlaufe, nee. Kann es auch. Hallo, so. Dri. Kleine Schmutekotze. So, hier hinten geht's noch weiter. Was haben wir hier noch? Ah, ich bin jetzt wieder bei diesem Rosenraum. Ja, ich sehe deinen Namen auch gerade. Ja, ich sehe deinen. Stimmt, da bist du. Da bist du, ja. Hallo. Okay, wo gehen wir lang? Wollen wir in die Schlucht mal rein? Da ist ein Creeper. Ja, oder? Lass einfach in die Schlucht. Okay, ja, komm mal, lass mal einfach weiter runter so. Ja. Ach, hier ist ja dieser Weg wieder, wo wir waren. Genau. Ja, welche Richtung war die Schlucht? Weiß nicht, war die hier vielleicht? Weiß es nicht genau. Ich glaube, wir waren ein bisschen... Hier rum, hier ist sie. Nee, hier waren wir, das ist die Schlucht, wo wir schon waren. Haha, geil. Dann wieder zurück. Also ich bin dabei. Boah, der Mann verliert so die Orientierung. Was heißt zurück? Ah, da zurück, okay. Und wieder zurück in den Rosenraum. Und ich meine, von da weiß ich, wo die Schlucht ist. Wo ist der Rosenraum? Ich glaube, hier. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Ich sehe ihn wieder. Hab dich gefunden. Wir spielen Versteck. Oder? Also du bist jetzt unter mir. Ja, ich suche gerade selber diese Schlucht. Hier ist ein Gang, wo wir noch nicht drin waren. Kiste gefunden. 4 Brot, 6 Redstone. Ich will eigentlich nach unten wieder. Okay. Hab dich, hallo. Hallo. Hier ist der Rosenraum. Hier ist der Rosenraum. Rosenraum. Hört Zombie. Zombie. Bin sofort bei dir. Wir haben auch nicht mehr so lange Aufnahmezeit. Ja. Hier ist noch saudunkel. Hier sind mehr Zombies. Saudunkel? Fließendes Wasser. Fließendes Wasser. Ich habe auch komplett Menschen neue Gänge gerade gefunden. Ich bin bei der Schlucht. Ja, aber ich habe hier gerade komplett neue Gänge gefunden. Okay. Ja, da bin ich quasi. Ja, also okay. Ich laufe mal hier ein bisschen weiter rum. Ich meine, hier unten ist ja eh gar kein anderes Team. Das heißt, wir können ja hier... Ach, wir sind ja eh auf einer Höhe quasi gerade. Hallo, hier sind Spinnen. Ich bin ein Kämpfer. Oh. Wenn ich das oft genug sage, dann glaube ich das irgendwann. Ach scheiße, leuchtest ich hätte immer sehr noch gern... alles aus. Ja. Wenn du da warst. Ich leuchte alles aus. Hier ist ein verzaubertes Buch. Ich hätte gerne noch mehr. Ehrlich? Was ist da drauf? Ja. Verbrennung 2, Schutz 3. Hier sind wieder nur Melonensamen in der Kiste. Kann man mal machen, oder?
Brauchen wir Goldbarren? Das ist auf jeden Fall geil, wenn da Verbrennung drauf ist und so. Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, wo wir das drauf verzaubern können, weil ich habe da keine Ahnung von. Ja, das wäre nett. I like. Weil ich habe noch weniger Ahnung als du. Oh, wir werden gekickt. Du wirst gekickt erstmal. Ich muss noch länger überleben. Soll ich... Wo bist denn du? Ja, ich sehe deinen Namen, aber... Ja, ich sehe deinen Namen auch. Versuchen wir noch zu dir zu kommen. Quasi neben mir. Ja, egal. Ich werde jetzt eh gekickt. Okay, ja. Ich bin runter. Ah, ich... Ja. Ich in die Ecke. Wir haben unsere ersten Diamanten gefunden. Das war ganz geil. Aber das waren noch die einzigen Diamanten. Zwei Stück. Kann man sich ein Schwert rausmachen, aber ich weiß nicht, inwiefern sich ein Schwert lohnt. Viele meinen ja auch immer, dass Eisenschwerter verzaubert ist, ne? Besser sind oder so. Schreibt uns das mal in die Kommentare auch, wo wir dein Buch drauf verzaubern können. Sag mal nochmal, was da drauf ist. Verbrennung 2, Schutz 3, Leute. Ja, ich meine, das ist doch einfach, wenn wir das auf dem Brustpanzer machen, dass genau, dann runter. Der Gegner brennt, wenn er uns schlägt quasi. Ja, und Schutz 3 ist ja auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, Schutz 3 ist eigentlich auch ganz nice. Deswegen, ja. Freunde, du bist jetzt auch gekickt? Ja, ich bin runter. Okay. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns morgen in Part 7 wieder. Schaut bei Lodi vorbei, der ist in der Beschreibung. Ciao!